Willkommen zu diesem Video. Hinter mir seht ihr die Stornenmandel. Die sind in der Nähe von der Tauernkönigin, von der Hochalmspitz. Wer ist schon mal da gewesen? Schreibt es unten ein in die Kommentare. Ich bin heute nicht allein. Grüß euch. Der Max ist dabei. Und wir haben heute vorgehabt, dass wir den Winterleitengrad auf die Hochalmspitz aufmachen. Warum wir das nicht gemacht haben, seht ihr in dem Video und gleichzeitig seht ihr die Überschreitung von 2-3000er, die Kordonspitz und die Zigmondisspitz und bei den Stornenmandel, da sind wir eben auch gerade vorbei und jetzt geht es noch da runter. In dem Sinn, viel Spaß mit diesem Video! Wir sind im Hirzen bei der Gerstnerhütte angekommen, Stunde 15 da aufgegangen. Ja, und der Wetterbericht hat heute 13 Sonnenstunden gemeldet. Aktuell ist noch nicht so richtig klar, ob das jetzt nur ein Nebel ist. Vorher haben wir halt gesehen, dass die Wolkendecken hoch über den Berg auch ist. Also wir gehen der Hirzen auf jeden Fall dann, wenn es passen sollte, zum Winterleitenkopf weiter und nachher geht es über den Winterleitengrat auf den Zigmondiskopf zu den Stornenmandel. Da ist dann der Abstieg, aber wenn es uns aufgeht, werden wir auf die Hochalmspitz gehen und dadurch, dass eben hier dann eben auch so ein bisschen nieselt, da im Nebel, werden wir in die Gerstnerhütten reingehen, ein bisschen zukehren, Kaffee trinken und schauen, ob der Hüttenwirt mehr weiß, wie es Wetter wird heute, weil er kennt sich da sicher besser aus. Ja, nach einer Stunde Pause in der Hütte drinnen, Kaffee, schaut es schon viel besser aus. Es ist so ein Hochnebel, da sieht man oberhalb von den Wolken ist der Himmel heraus und ich glaube, jetzt haben wir mal ein Go, zumindest auf dem Winterleitenkopf auf. Entweder ist er eh schon das oder dahinter, das weiß ich jetzt nicht. Ein bisschen seilversichert geht es da rauf. Viel gefilmt haben wir nicht da rauf. Alles sehr wunderschön durchmarkiert. Aussicht ist momentan auch keine da. Aber echt ein mega cooles Gipfelkreuz da auf dem Winterleitenkopf. Vor allem das ist so bodenständig, das passt da echt dazu, gell? Ja. Voll cool. Ja, nach wie vor voll im Nebel. An und für sich, die Aussicht war da mega. Ihr seht es dann später. Ja, der Sonne ein bisschen sehr schon da hinter Max. Unser Grat geht nachher da so viere. Bock man schon, gell? Weil die Sonne kommt sicher raus. Ja. Also wir gehen heute halt einmal. Wir gehen heute halt einmal. Ja. Genau. Heute muss es definitiv über die Wolken gehen, wenn nicht, haben wir ein Problem, da müssen wir dann umdrehen. Weil die Felsen, die sind echt mega rutschig. Passt das eh für die dabei einmal selber. Nein, es ist nur ein kurzer Stöh. Eben mit schönen Leisten und Griff. Ja.
Aber es ist mega zum Aufpassen, gell? Ja, das ist viel zu gefährlich, so seilfrei. Bist du deppert, oder? Ja, ersten Turm gleich mal umgangen, weil der Fels so nass ist, das ist zu gefährlich. Schauen wir, ob es oben besser wird. Das ist einfach so gefährlich. Ja. Passt. Ja, das war jetzt mit Arsch zusammenzwicken verbunden. Ich habe meine Helme gerade herunten, aber ich bin safe. Oben mir ist ein Felsen. Da ist der nächste Abseilstand. Habe ich nicht mitgefilmt. Aber es hat genau gestimmt. Einfach in Volllinie abseilen. 2x25 Meter geht es da oben. So geht es da jetzt weiter. Und von oben kommt dann der Max daher. Ja, mein Seil ist zu kurz. An und für sich für die Abseile. Ich habe da ja, doch 15 Meter oder so angeschnitten am Matterhorn. Also nur noch 45 Meter, aber die haben einen locker gereicht. Also ich schätze mal, dass man jetzt. Das geht da unten noch einiges aus. Wahrscheinlich, wenn du da 40 Meter Seil hast, müsste es reichen. Ja, da ist schon noch einiges über. Also 40 Meter müsste es reichen. Auf jeden Fall, wir machen den Winterleiten gerade jetzt halt nicht fertig. Das ist viel zu gefährlich. So nasse Felsen, brutal. Da oben habe ich noch einen Karabiner geopfert, weil da ein bisschen ein Rostgurken dran gehängt ist. Und der Karabiner, ja, der war mir da irgendwie lieber länger leben und noch ein paar Mal in die Berge gehen. Max, taugst du? Ja. Ein bisschen trocken, aber gut.
Ja, ein bisschen trocken, aber gut, sagt er. Das ist als erster da, wenn du nicht weißt, ob du richtig bist. Habe ich mir auch gedacht, trockener und wärmer in den Finger bist du, deppert ist da kalt gewesen. Ach, Katastrophe. Und ich hab da ein schönes Biwakplatz für uns gefunden. Können wir da schlafen? Ja, da kannst du gut schlafen. Ja, so einer zumindest, der andere muss jetzt zuhängen. Sehr gut. Ah, da kommen wir daher. Du musst aber kommen zu mir. Scheiß meine Tusen. Ja, ja. Wahnsinn. Das ist schon wild, gell? Franzl-Style. Ja, Franzl-Style gehen wir steil. Ja, vor mir ist auf jeden Fall noch Platz. Gehen wir runter da einmal. Warte mal. Da brauchen wir ein Picture. Ja, das geht sich leicht aus mit dem Seil. Aber richtig, richtig steil da oben. Wir haben da jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Möglichkeit 1 war westseitig durch die Rinn ansteigen und dann Richtung Normalweg, Richtung Steinerne Mandel und dann eben auf die Hochalmspitze zu gehen. Möglichkeit 2 ist auf der Ostseite vom Winterleitengrat, wo wir eben eingestiegen sind und abgeseilt haben, auszusteigen und wir versuchen da jetzt unser Glück bergauf. Haben wir keine Ahnung, ob das funktioniert, aber theoretisch müssen wir da vom Gelände her auf den Sigmundiskopf raufgehen, wo man vom Winterleitengrat aussteigt. Und da schauen wir halt jetzt einmal. Landschaftlich ist da ein Mörder, gell? Gewaltig, so schön grün überall. Ja, nein, aber ein paar Blärme sind schon auch. Aber die Felsblöcke sind halt auch Hammer da. Brutal, ja. Schaut euch das an. Gut zum Gehen. Ja, also wer das mag, für den ist das gut zum Gehen. Insofern, das Abenteuer hört nicht auf, gell? Das mache ich beginnt jetzt dann. Ah, Leckarsch. Bist du deppert. Hast du schon wieder eigentlich einmal eine Markierung gefunden? Nein. Ja, wie gehst du jetzt eigentlich? Ja, meinem Spürsinn gehe ich noch. Also bergauf? Bergauf, ich schnauf. Verstehe. Das ist sehr logisch, der Weg, selbst du nicht. Ja, da, so. Irgendwie. Schau, da am Grat waren wir sonst rum. Ja, jetzt wird es eh blauer. Der hat sich aufgestellt. Aha. Vielleicht ist er geil. Der findet es so geil, dass du da bist. Ja. Der hat sich aufgestellt. Wenn man sich das so anschaut, könnte man fast meinen, dass wir da auf einem von den einsamsten 3000er in die Alpen unterwegs sind. Ja, los ist nicht viel. Nein. Also gar nichts. Aber schön ist auch das Gelände. Schaut euch das einmal an. So, eine wunderschöne Landschaft, oder?
Schreibt es rein unten in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wie gefällt es dir, Max? Ja, ein bisschen einsam. Schaut alles gleich aus. Das ist was für einsame Eremiten. Ja. Unser Plan war jetzt da rauf und dann da umqueren und über den Bruch gerade rauf. Schauen wir mal. Also Wahnsinn. Da durch die ganze Schoderlandschaft sind wir hergekommen. Das war echt brutal. Jetzt sind wir da am Grat, Südgrat, zum Kornenspitz rauf. Der schaut ja überhaupt nicht brüchig aus. Und da gehen jetzt dann um. Scheiße. Willkommen da. Steil ist geil. Und da schaut es immer aus. Da schaut es jetzt wieder besser aus, ja. Durch die Rinne. Schauen wir mal, oder? Sicher zucke. Ist keine Option. Waren mehrere so Fitness? Ja. Ja, einfach ein Wahnsinn, wie es da heute reinhängt, die Suppen. Richtung Malta, da schaut es besser aus. Ja. Schauen wir mal, ob wir da raufkommen auf den Gipfel. Und fahren dann weiter über den Grat. Auf der Seite umgehen, bei den Türmen. Ja, da rauf ist keine einzige Markierung. Verstehe ich schon warum. Was ist das da? Steinerne Mandel da vorne. Unser Goal. Alter, was ist das für Gelände? Fuck. Schauen wir, ob der Grat jetzt besser ausschaut. Mhm. Aber da schaut es jetzt besser aus. Da konnten wir jetzt ein wenig schneller drüben sein. Ja. Ja. Oh, da unten staut es wohl, da tut es eigentlich noch halbwegs. Ja. So ein komisches Wetter heute. 13 Stunden Sonnenschein, ja. Komm ich auch.
so ein Steigeisenspur, ne? Ja, der könnte sein, ja. Also Kopfschwanne. Mit dem Seil. Du auf den aus. Bist du einfach runtergeguckt, oder? Ja, voran. Boah! Bist du deppert! Da kannst du surfen! Der Gescheide mitten! Wahnsinn, ja! Zuerst in die Leisten und nachher noch angekupft. Da, oder? Ja, da ist links noch eine Leisten und da bin ich nachher noch angekupft von der. Von der Leiste unten, genau, ja. Spring! Juhu! Ein Stunden Sonnenschein. Ja. Ja, im Normalfall waren wir über den Grad raufgekommen, aber wir sind das aufgrund der Nässe, der Feuchtigkeit, alles hier unten umgangen durch den Schoder drüben rauf. Und dann haben wir den Grat da jetzt überschritten. Max ist auch da. Da drüben sind die steinen Mandel. Und ja, ich mein, da geht es jetzt für uns nachher weiter. Aber kurze Rast werden wir mal machen da herum. Thank you.
Da sind die Steiner Mandl über den Gletscher gegangen. Und da geht's dann oben. Steil geht's da oben vor die Schweinenmandl. Richtig steil. Sei Kommentar. Steil ist geil. So, da oben, da sind wir abgehoben, in der Früh. Hoppasa. Und genau so, wie es halt jetzt und da oben ist, so haben wir das eigentlich in der Früh erwartet. Naja, war es ja ganz anders ausgegangen. Resümee machen wir noch ein paar Bierli unten bei der Hütte. Der Max und ich sind jetzt dann wieder herunten bei der Gießener Hütte. Bierli haben wir uns schon was reingezwitschert, beziehungsweise ein kleines Schluckerl ist noch über. Max, wie hat dir die Tour getaugt heute? War interessant. Wie immer, gell? Ja. Nein, es war irgendwie schon, dass halt das Wetter nicht so mitgespielt hat. Servus. Ja. Servus. Dass es halt so geregnet hat und der Felsen so nass war, dass uns nicht das aufgegangen ist, was wir eigentlich da wollten. Aber so im Großen und Ganzen hat es super gepasst. War ein cooler alles, Plan B, gell? War wieder alles dabei, ja. Ja. Vielleicht das Mittel, das Speer. Ja. Und so zum Durchbeißen warst du in der Schoderwüsten, ja, da drüben, gell? Bist du einfach nicht weitergekommen. Nein, das war echt brutal. Dann der Aufstieg, dann auf dem Grat rauf, durch den Bruch rauf. Es hat Gott sei Dank hat's irgendwie funktioniert, aber da auf dem Gipfel oben, da ist dann erst richtig losgegangen, die Überschreitung da. Bist du deppert, ist das brüchig, also das ist echt nicht empfehlenswert, gell, dass man das nachmacht. Ich glaube, das macht eine Handvoll Leute oder so im Jahr, zumindest im Sommer. Hätte man nicht viel, ja. Zwei Steinmandeln oder was? Zwei Steinmandeln vor, also vor dem Gipfelaufschwung, genau. Oben gar nichts. Ja, nachher um
Die Steinenmandel kann man scheinbar umkraxeln auch. Keine Ahnung. Aber da sind wir noch gar nicht zu, weil wir sind noch über den Gletscher um und über den Klettersteig oben. Wie hat der eigentlich Tag? Dabei die Steinenmandel da oben. Das ist schon geil, gell? Ja, das schaut wild aus, ja, Wahnsinn. Das ist voll brutal. Senkrechte Wand. Schöner kann man sagen. Ja, oben schon mal senkrecht, ja. Gell? Die Zacken, also Wahnsinn, wie das da das geschaffen ist worden ist. Ja. Aus. Wie so ein Ding. Ja. Brutal. Und oben ja auch, die Wand so steil, Bockstücke. Ja, wo du den Klettersteig oben genau, dann, ja. Also, es ist echt wild und sehr empfehlenswert, dass man sich das einmal anschaut, gell? Aber da braucht man absolute Schwindelfreiheit. Ja. Und auch im Schnee sollte man auch gut drauf sein, weil da geht es zuerst einmal steil im Schnee rauf. Ja, und schade, dass halt die Hochalpspitze nicht aufgegangen ist, gell? Ja, und der Grat auch nicht rausgegangen. Der Grat, so wie wir ihn vorgehabt haben, ja. Auch nicht. Aber wir haben gesagt, wir halten uns den Grat auf. Ja. Und die Hochalpspitze halten wir uns auch auf, weil das machen wir noch in Kombination mit dem Grat. Ja. Jetzt ja, haben wir sich wenigstens schon mal ein bisschen was angeschaut, jetzt wissen wir, auf was wir sich einlassen können, dass wir auf den Wetterbericht nicht horchen brauchen. Nein, ja, also das war ein Wahnsinn. 13 Stunden Sonne, ja. Hat er ursprünglich gemeldet. Und dann kommt Regen, ein wenig Graupel dazu. Ja, ich finde, dahingehend haben wir das eh gescheit gemacht. Kein Risiko irgendwie eingegangen. Weil wenn man das Abseilen, das war sowieso. Alter, aber das da ist, bist du deppert da beim Abseilen. Oder zweite ist. Alter, da habe ich mich angeschissen, wie es über den Vorsprung gegangen ist, habe ich mir gedacht, bitte lass da den zweiten Abseiler sein, aber Gott sei Dank haben wir uns das genauso eingerichtet, wie es eingerichtet sein sollte. Ja. Da sind auch coole Fotos entstanden. Ja, genau. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall war. Fragen habt, Kommentar für heute gibt es unten und Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann waren wir schon wieder bei der Verabschiedung. Ein Prosit der Gemütlichkeit und bergheil, bleibt's geil. Ciao, ciao.